Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum siebten Teil meiner Coloring Book Collection. Und wir haben heute wieder einiges vor. Und deswegen fange ich auch gleich einmal an. Und zwar fangen wir an mit diesem schönen Prachtexemplar. Exotischer Urwald von Good Waves and Warriors. Mein Exemplar ist leider schon etwas schmuddelig, weil ich hier schon ein Bild koloriert habe und ich leider beim Ausmalen die dumme Angewohnheit habe, die Bücher immer hin und her zu schuhen, je nachdem, in welche Richtung das Motiv gerade zeigt oder die Fläche, die ich kolorieren möchte. Ich versuche es dann immer wieder in den Ursprungszustand zurückzubringen, aber das ist manchmal dann nicht mehr so einfach. Hier vorne finden wir ein bisschen was zu den Illustratorinnen. Wunderschönes, wunderschöne Einband, und ich freue mich schon total darauf, irgendwann mal diese beiden Seiten zu kolorieren. Es ist totaler Wahnsinn, aber ich denke, wenn das fertig ist, ist das ein echtes Highlight. Grundsätzlich finde ich das Buch tatsächlich sehr anspruchsvoll. Teilweise ist es nicht so leicht zu erkennen, wo ein Motiv anfängt und das nächste aufhört oder dass eine Fläche anfängt oder was halt wohin gehört. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ist es koloriert, jedes Bild eine totale Augenweide. Und man kann richtig stolz darauf sein, wenn man irgendwas davon fertig geschafft hat. So, hier nochmal ein paar Eindrücke. Und dann, das Papier ist übrigens auch sehr dick und total angenehm. Also hier lässt sich mit vielen Medien drauf arbeiten. Und als kleiner als kleine Zugabe sozusagen, findet man hier hinten nochmal einseitig bedruckte Kartonkarten. Also wirklich großartig. Ja, das hier ist meine kolorierte Seite. Die habe ich irgendwann Mitte letzten Jahres fertiggestellt. Ich habe dafür tatsächlich nur mit den Polychromos gearbeitet. Keine weiteren Medien, nur die Polychromos. Ja, und ich bin ziemlich stolz drauf. Ich glaube, 5 Wochen oder so habe ich drin gesessen. Ja. So, hier gibt es noch Karten zum Verschicken, die man kolorieren kann. Das war der exotische Urwald. Dann habe ich hier auch ein wunderschönes Buch. Ich muss gerade noch mal wieder ein bisschen spicken. Und zwar heißt das Buch Nurikata Yotatsu Lesson. Ja, das war garantiert vollkommen falsch, aber ich schreibe euch ja die Namen noch mal in die Beschreibung. Wenn ihr danach suchen wollt, guckt da gerne rein. In diesem Buch geht es tatsächlich findet man weniger Blanko-Motive. Das ist ein Buch, Lessons sagt halt eigentlich schon das Wort, ne? Es wird hier gezeigt, wie man halt mit welchen Medien was kolorieren kann. Hauptsächlich ist es ausgelegt auf Aquarellfarben, Aquarellstifte, und man kann sich hier durch die einzelnen Kapitel durcharbeiten oder man sucht sich halt raus, was genau man sucht. Viele Tipps und Tricks finde ich sehr hilfreich. Achso, und hier hinten findet man dann natürlich in Chapter 3 noch ein paar Blankomotive, anhand dessen man das Gelernte und Gelesene ausprobieren und üben kann. Wunderschöne Motive übrigens. Ich mag diesen Stil super, super gern. Aber ist auch unfassbar detailliert teilweise. Aber wie gesagt, no risk, no fun. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Wunderschönes Buch, wirklich großartig. Dann habe ich hier noch mal zwei Zen-Color-Bücher, einmal eine deutsche Variante und einmal eine englische Variante. Ich zeige euch erstmal Zen-Color Freude und Glück. Am Anfang der Zen-Color-Bücher findet man hier immer eine kurze Einleitung zum Malen als solches, Entspannung etc. pp. Und diese Bücher sind immer auch nach Kapiteln unterteilt. Ja, Fröhlichkeit, Achtsamkeit, Spaß, so. Und dann findet man dazu auch immer noch mal so einen schönen Text. Man erkennt die Kapitel auch anhand der Farben, die diese Seiten dann haben, diese Außenfarben. Was ich besonders toll finde, ist an diesen Büchern, ach, hier ist nochmal, warte, zeige ich euch gleich, ist diese vorkolorierten Beispielbilder. Ich finde die unglaublich hübsch. Und wie ihr eben schon gesehen habt, habe ich auch in diesem Buch in 2016, glaube ich, schon mal eine Seite fertiggestellt. Ich habe hier mit den Pitt Artist Pinseln von Faber-Castell gearbeitet als Grundierung und habe dann mit dem Polychromos noch vereinzelt Schatten gesetzt. Man kann auch sehr schön sehen, dass hier auf der Rückseite nichts durchgedrückt ist. Also es ist auch sehr hochwertiges Papier. Nicht ganz so dick wie eben in exotischen Urwald, aber dennoch lässt sich hier viel machen, ohne dass irgendwas durchblendet. Und sie sind einseitig bedruckt, die Seiten, was natürlich auch nochmal wieder ein bisschen Sicherheit schafft. Oder was dann halt, wenn es dann wirklich mal ein bisschen durchgeht, eigentlich nicht so dramatisch ist. So, jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Bilder. Das ist jetzt das Thema Fröhlichkeit. Und das Schöne an den Zen-Color-Bildern ist auch, die sind nicht so umfangreich, nicht so sehr detailliert, dass man sich da zwangsläufig ewig dran aufhalten muss. Man kann die Motive auch sehr schön für zwischendurch einfach mal sich heranziehen und ein bisschen just for fun loskolorieren. So, sehr schön. Dann haben wir hier Color Me to Sleep von Angela Porter. Dieses Buch ist im letzten Jahr erschienen und ich finde den Einband richtig toll. Also der fühlt sich richtig klasse an. Ist auch Hartkarton, also ist nicht richtig Hardcover, man kann es biegen, aber dennoch ich mache das halt unglaublich was her, ist optisch. Hier ist dasselbe Prinzip wie eben. Hier findet man immer so schöne beispielkolorierte Bilder. Und finde ich sehr anregend, die Einleitung. Ja, und dann geht es auch hier gleich mit den entsprechenden Kapiteln los. Und man findet hier halt wirklich von bis alles, ne? Mandalas, wie man eben gerade schon kurz gesehen hat, Tiere, Eulen, alles so ein bisschen im Zent-Angel-Stil. Und ja, von extremst detailliert bis hin zu fast kaum detailliert ist halt alles dabei. Landschaften, schön abwechslungsreich. Und eigentlich findet hier jeder irgendwie was, was einem gefällt. Und das finde ich schön. Und jetzt habe ich hier ein richtig tolles Schmuckstück für euch. Dieses Buch nennt sich Brilliant Mood und ist illustriert von Kim Miso Wishing Star. Und dieses Buch ist einfach unglaublich edel. Also das ist
Man sieht das hier schon mit den Goldverzierungen. Und das ist irgendwie, fühlt sich so an, als wenn es mit Stoff bezogen ist. Also ganz, ganz toll, auch wenn man das Buch aufschlägt. Boah, was für ein toller Einband. Schaut euch das mal an, großartig. So zart und edel und elegant. Fast zu so schade, um daran zu malen. Auch dieses Papier ist sehr dick, aber auch sehr, sehr glatt. Hier auf der linken Seite erfährt man immer ein bisschen Informatives zu dieser mythischen Figur, die auf der anderen Seite abgebildet ist. Und rechts ist halt das Motiv, wo man sich dann austoben kann. Unfassbar schön. Ja, fast zu schön, um tatsächlich darin zu malen, aber irgendwann hoffe ich, werde ich mich trotzdem trauen und wagen. Herrlich. Und dann habe ich hier jetzt noch vier Bücher von Mastja Vandenberg. Mein Mean Wunderlück World. Und das ist eine komplette Reihe. Mir fehlt noch der zweite Teil, also das ist Teil 1, Teil 3, Teil 4 und Teil 5. Teil 2 fehlt mir noch, weil ich es seinerzeit auf ihrem Etsy-Shop nicht erstehen konnte. Das Teil 2 steht noch auf meiner Amazon-Wunschliste. Werde ich aber definitiv auch mir noch zulegen, weil ich Masias Stil einfach unglaublich liebe. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es schon mal in einem der anderen Videos gesagt. Wenn ich ihre Bilder sehe, dann geht mir das Herz auf und sie sind für mich ja gleichzusetzen mit der Erholung und Entspannung. Und das, obwohl sie teilweise echt extrem detailliert sind. Aber mich beruhigen diese floralen, wiederkehrenden Muster ungemein. Und ja, ich kann mich daran ewig an so einem Motiv aufhalten, auch über Wochen. Aber am Ende des Tages zählt ja der Spaß und die Entspannung, die man dabei empfunden hat und nicht, wie lange es tatsächlich gedauert hat. Das muss ich mir allerdings auch immer mal wieder vor Augen führen. Ach, ist großartig, ne? Was ist toll. Und ich glaube, hier in diesem Buch gibt es ein Motiv, wo ich es kaum. Ach, ist das nicht schön? Es ist so unfassbar schön. Und ich kann es kaum erwarten. Moment, ich zeige es euch. Ich hoffe, ich finde es jetzt so auf die Schnelle. Dieses Motiv zu kolorieren. Ich finde das total toll, dieser Kreis und wie diese drei hübschen kleinen. Ja, Fliegen, Schmetterling, Motten, was auch immer, hier so aus diesem Kreis herausfliegen. Fantastisch, einfach nur fantastisch. Super, echt super. Und dann noch Teil 5. Und bei Teil 5 ist die Besonderheit, dass das Papier etwas dicker ist wie bei den anderen vier Vorgängern. Und es ist einseitig bedruckt. Es ist auch schon perforiert. Ja, es ist dieses Buch ist auch bereits perforiert. Das hat sie bei From Holland with Love, was danach gekommen ist, auch übernommen. Nur dass das Buch dann auch Hardcover ist. Zauberhaft. Klasse. Echt klasse. So. Und last but not least habe ich jetzt noch einen kleinen heiligen Gral. Fallen Sun von Tomislav Tomic. Und ich freue mich so. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes hier mit Gravur. Und ja, ihr habt es bestimmt schon an vielerlei Stelle gesehen. Aber ein Traum, ein absoluter Traum. Jedes Motiv. Eine
Herausforderung für mich, garantiert, aber trotzdem unfassbar schön. So, ich hoffe, euch hat mein 7. Teil der Coloring Book Collection gefallen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Habt einen schönen Tag. Happy Coloring. Coloring, bis dann. Tschüss.